im Golf eben genau gerade etwas nicht machen, was du nicht sollst. Ich denke, also für mich jetzt als Mentalcoach und Sporttherapeutin und weiss ich was alles, zeigst du einen extrem hohen Wert an einem mentalen Fokus auf. Du bist visualisiert, unglaublich fokussiert, ja. Du hast denen extrem feste Ablauf, oder? Ja, also es ist wirklich auch so, du hast eigentlich auf dem Golf nie den gleichen Schlag zweimal oder selten. Und du bist immer an einem anderen Ort, mit einer anderen Lage, mit einer anderen Idee für den nächsten Schlag. Und dann musst du eigentlich immer dir vorstellen, wer das genau sein sollte, was du jetzt machst. Und darum musst du eigentlich schon relativ fokussiert sein. Aber halt nicht lang, aber du musst halt immer wieder abrufen können. Und wenn du aus der Routine rausgehst, ist das aber dann schwer, weil dann musst du irgendwelche Sachen nicht mehr einkalkulieren oder denkst, nicht das machen, und das ist dann schon der falsche. Ja, genau. Pass auf, was du denkst, oder? Und wenn so etwas passiert, Mauro, dass du wirklich mal total wie durch irgendetwas abgelenkt bist oder gestört, was machst du, dass du dich wieder zurückholen kannst? Das ist eben so, dass wir zum Beispiel auch angelockt haben, dass wir mich wirklich dann mich nur noch auf die Routine fokussieren, was ich mache und wen ich mache. Also zum Beispiel lege ich den Hinschen an, dann eine Distanz messen, dann gehe ich hinter den Ball, dann zweimal Schläger drehen, wie ich es sonst auch machen würde. Und dann bist du eigentlich so stark mit der Routine beschäftigt, dass du das andere automatisch nicht mehr richtig wohnt. Merkst du gerne nicht mehr, gell? Ja. Und dennoch hast du gerade etwas auch Gutes gesagt, mit dem, dass du gehst dann eigentlich in Bewegung, du tust dir schon vorstellen, wie es fertig muss aussehen. Ja. Und das ist so ein unglaublich wichtiges Wort, das du jetzt gerade gebraucht hast. Weil das ist genau das, was eigentlich jeder Athlet sollte, dürfte, müsste, sich eigentlich das, was er macht, schon fertig vorstellen. Das finde ich im Golf so bemerkenswert. Es funktioniert. Auch nicht immer. Ich meine, du bist ja Mensch, oder? Ja, du bist ja wirklich auch auf einer Runde halt mehr als ein, zwei, drei Fehlschläge. Und du darfst dann einfach von diesen Fehlschlägen nicht noch mehr runterkommen. Mhm. Das ist nicht eine Gefahr, dass du, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt mache ich die Routine und dann denkst du, oh Scheiße, aber letztes Mal hat es auch nicht funktioniert, dann ist eigentlich schon wieder, dann bringt die Routine schon wieder nicht mehr. Der Gedanke ist schon wieder komplett falsch, oder? Also es wäre ja dann wieder, pass auf, was du denkst. Ja. Du konzentrierst dich eigentlich immer auf den nächsten Schlag und nicht auf das, was nach zwei Löchern passiert. Gell, Mauro, ich denke, dieses Umfeld, die wissen da schon sehr, sehr fest und gut, was du alles kannst, aber ja. Sie wissen auch ganz genau, wenn es mal irgendwie eine Situation gibt, die wissen sie ganz genau, wie sie dich dort auffangen können, oder? Ja, es ist halt... Die Familie hat ja das alle auch mitgemacht, meine Karriere und alle die vielen Sportarten, die ich gemacht habe. Ja, Taxi-Dienst zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Ja. Papa war schon lange Unihockey-Trainer und weiss von dem so vom Coach her, oder was soll er sagen und was sollte er vielleicht jetzt gescheiter nicht sagen. Und das gibt mir schon so, auch wenn er jetzt zum Beispiel mal Caddy macht, ist das schon relativ vorteilhaft, dass er nicht irgendwelche über Golf anfängt zu reden, weil ich eigentlich nicht an Golfschläge denken will, sondern einfach so über etwas anderes reden wie auf dem Golfplatz. Das glaube ich. Und vor allem, dass er dir ein unglaublich grosses Vertrauen schenkt. Ja. Und nicht vielleicht seine Unsicherheit oder seine Ängste vielleicht noch irgendwie einbringt. Ja, das sondern ist, er tut das heute komplett ausblenden, oder? Also wenn er zum Beispiel mit mir Caddy macht und halt wie so beratet eigentlich während der Runde, dann ist das so klar. Ich will eigentlich nur Bestätigung finden, dass das, was ich denke, dass er mir einfach Bestätigung gibt, dass er das auch gut findet. Weil dann gehst du eh so, dann hast du eigentlich vor jedem Schlag hast du eine Visualisation und gleichzeitig gibt er dir noch Bestätigung. Das heisst, du darfst es auch laut sagen. Mhm. Und dann gibt es natürlich gerade noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. Das ist eben auch noch mal ein großer Schritt, was mir jetzt auch helfen wird. Und so. Also wenn jemand dabei hat auf dem Platz. Und das dürfen ihr ja eigentlich nicht immer, oder? Jetzt mittlerweile, also eigentlich schon ein gewisses Turnier, die sagen, nein, lieber nicht. Okay. Aber jetzt an den grossen Event kannst du eigentlich meistens jetzt ein Caddy mobil. Jetzt mit Corona ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger gewesen. Wir haben gesagt, so wenig möglich
Leute auf den Platz, wie es auch geht. Mhm. Weil dann ist es lieber kein Kedis. Das heisst, du bist noch allein, aber das hast eigentlich die halbe Karriere oder 90% der Karriere schon gemacht, für den ist das nicht neu. Mhm. Ja, genau. Aber wenn du dann halt richtig Profi wechselst, hast du dann vielleicht am Anfang noch kein Caddy, weil dann einfach musst du schon Caddy zahlen können oder musst du halt reisen und alles zahlen können. Am Anfang hast du halt noch keinen grossen Verdienst, solange du kein Turnier spielst. Mhm. Und dann ist am Anfang vielleicht das Caddy noch nicht so vorhanden, noch nicht so vorhanden, aber mit der Zeit, wenn er den leisten kann, ist es schon ist gut, wenn er einen richtigen Caddy hat, den er gut kennt. Ja, unbedingt. Weil man kann sich jetzt auch an dem Turnier halt vor Ort sagen, okay, kommst du mit, für Caddy machen irgendjemanden. So. Halt einer, der dort auf dem Golfplatz Golf spielt und den Platz kennt. Aber das muss man dann selber entscheiden, ob man es macht oder dann lieber trotzdem alleine geht. Mit wem passiert das so der nächste Schritt? Tendenziell im 2023. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, weil jetzt nächstes Jahr, also das sind alle so Qualifikationsturniere zum Profiwechsel sind eigentlich abgesagt worden. Weil halt einfach die, die jetzt als Profi unterwegs sind, die verlieren ihren Status nicht. Also die behalten den gleichen Status, wie sie es letztes Jahr hatten. Schön. Weil es so eine kurze Saison war. Und darum können auch nicht viele neue in die gute Tour reinkommen. Mhm. Darum sagen sie dort, es bleibt alles so, wie es ist und die Qualifikationen haben sie abgesagt. So hätte ich es dieses Jahr probiert, um zu schauen, was fehlt mir noch. Mhm. Und dann wäre ich auf Ende nächstes Jahr hätte ich dann probiert und gesagt, jetzt mache ich es. Aber durch das ganze, die ganze Einschränkung habe ich jetzt eigentlich ein Jahr hintergeschoben. Und jetzt ist auch noch das Militär dazugekommen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir eventuell als Vierte als Schweizer Team können in Sportler-Rennen gehen können. Mit 2022. Super. Also 21, nächsten Oktober. Ja. Und das würde sich dann natürlich ins 23 strecken. Ja, genau. Und darum hätte ich dann gesagt, eher auf das 23 Programm machen als auf das 22. Mhm. Weil halt, ja, es eine gute Möglichkeit ist, auch noch zu verbessern und zu weiterkommen.